Herr Staatssekretär, mit Ihnen möchte ich beginnen, den Punkt Stationierungsentscheidung 2011, um darüber überzuleiten. Gott sei Dank. Die Stationierungsentscheidung war nicht nur hier ein heftiger Schlag, die war an vielen Standorten in Bayern ein heftiger Schlag. Es hat damals im BMVG, im Bundesministerium der Verteidigung, das Bonmot gegeben, dass die bayerische Staatsregierung im Tiefschlaf gewesen wäre bei der Vorbereitung und erst aufgewacht wäre, als die großen Blöcke bereits in der Erde waren. Wir haben uns damals mehrfach darüber ausgetauscht, warum hat die bayerische Staatsregierung die Luftwaffe aus Bayern mehr oder weniger kampflos ziehen lassen. Beispiele kennen wir alle. Erding, Penzing, Lechfeld, Geschwaderbeck, Kaufbeuren. Frage. Es war für uns als Staatsregierung, ich war damals auch schon Mitglied der Staatsregierung, das war im Kabinett sehr kritisch dieses Thema diskutiert worden. Wir wussten, dass wir als Bahn über 40, 50 Jahre von Standorten gut profitiert haben. Wir mussten auch davon ausgehen, das war das Bedauerliche, dass derjenige, der viele Standorte erhalten konnte seit dem Zweiten Weltkrieg, dass der vielleicht ein bisschen stärker zur Ader gelassen wird. Ich habe damals gemeinsam mit vielen Kollegen aus dem Bayerischen Landtag, mit vielen Kollegen auch aus der Staatsregierung, massiv auch dafür gekämpft, dass es erträglich ist. Und ich sage Ihnen eins, Herr Oberst Drechsel, für mich war es eine ganz schwierige Geschichte damals, diese Stationierungsentscheidung, diese Standortentscheidung so zur Kenntnis zu nehmen. Ich weiß diesen Tag noch, als die Entscheidung gekommen ist. Es gab bis zum Schluss noch den Versuch, auch andere Standorte. Es ging um München, es ging um die Landeshauptstadt München. Dann hieß es, die Bundeswehr kann nicht aus der Landeshauptstadt München, wobei es dem Oberbürgermeister, wenn ich sehe, wie leidenschaftlich der Oberbürgermeister der Stadt München für seine Bundeswehr gekämpft hat, es war null und nichtig der Kampf, kann man vergessen, muss man so deutlich sagen. Wir haben massiv dafür gekämpft, die Entscheidung ist anders gefallen, das habe ich, auch wenn es mir wehtut, zu akzeptieren. Was mich im Moment ein bisschen hoffnungsfroher stimmt, ist, dass wenn ich den Koalitionsvertrag lese, es ist ja nicht so, dass dort ein neues Stationierungskonzept im Koalitionsvertrag jetzt vorgeschlagen wird, aber es gibt zumindest mal die Möglichkeit, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zuzulassen. Und deshalb ist es für mich wichtig und ich glaube für uns alle hier am Podium, es gibt eine veränderte Sachlage. Und diese veränderte Sachlage wollen wir und sollen wir alle gemeinsam nutzen, um hier, was diese Standortentscheidung bis 2022 angeht, sie so zu bewerkstelligen, dass wir auf Dauer den Standort Kaufbeuren erhalten können. Was ist die neue Sachlage? Die neue Sachlage ist Erhalt der Flugsicherungsausbildung. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor voraussichtlich Erhalt auch der Technikerausbildung. Und wir müssen als dritte Säule, Herr Drechsel, auch sehen, das Thema mögliche mittelbare Auswirkungen bei Stationierung von, auch wenn wir es kritisch derzeit diskutieren, A400M auf dem Lechfeld. Das heißt, es gibt inzwischen, Sie haben es im Vorgespräch selber angedeutet, inzwischen erkennt man, dass man bei der Schließung von Standorten vielleicht ein bisschen voreilig war, weil wir den Platzbedarf haben. Nochmal, ich bedauere diese Entscheidung und Sie dürfen mir abnehmen, dass ich mit Leidenschaft dafür kämpfe, dass in Kaufbeuren dort die Lichter nicht ausgehen. Wir werden das auf allen politischen Ebenen versuchen. Das weiß inzwischen auch der designierte und künftige bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Horst Seehofer, in welcher Funktion auch immer, gehe ich davon aus, wird seinen Einfluss weiterhin geltend machen, weil es eine Wunde ist, die offen ist. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass diese Wunde geschlossen wird. Inzwischen haben wir einen ehemaligen Generalinspekteur, der General-AD Kujat, der sagt, die Stationierungsentscheidung 2011 war eine Katastrophe für die Bundeswehr. Herr Abgeordneter Bernhard Pohl, was hat man denn aus Ihrer Sicht aus einem Landesparlament heraus für Einflussmöglichkeiten auf so Stationierungsentscheidungen der Bundeswehr? Das sind nun Bundeszuständigkeiten. Natürlich nimmt man dann in irgendeiner Form die Länder mit an Bord, was in den Ländern ja stattfindet. Wie würden Sie denn da die Einflussmöglichkeiten skizzieren? Einflussmöglichkeiten hat man immer. Man muss sich kümmern und man muss die richtigen Leute zur richtigen Zeit ansprechen. Wir haben in Bayern, in der Staatskanzlei, eine eigene Abteilung Außenpolitik, man soll es nicht glauben. Wir haben aber auch in dieser außenpolitischen Abteilung, in Boris Niklas, einen Mann, der sich genau um diese Themen Bundeswehr kümmert. Und man muss auch den zuständigen Minister, das ist der Marcel Huber, auf die Themen ansprechen. Und das habe ich in den letzten Jahren immer und immer wieder getan und natürlich auch mit dem ein oder anderen
Erfolg. Wenn man ins Parlament neu kommt, dann kennt man die Wege noch nicht so. Das ist immer so ein Lernprozess. Je länger man dabei ist, desto mehr Leute kennt man und desto besser weiß man, wen man auf Themen ansprechen muss. Und ich erinnere mich an eine Begegnung beim Zapfenstreich beim Empfang des Ministerpräsidenten für die ausländischen Streitkräfte in der Residenz. Das war im November 2016. Da kam der Ministerpräsident Seehofer auf uns beide zu und dann fragte er mich, ob er der frühere Kommandeur von Kaufbeuren ist und sagte, ja, ich weiß, Kaufbeuren, da müssen wir was tun. Und wenn du einmal mit jemandem sprichst, das bringt nichts. Du musst ständig und dauernd lästig sein und wenn es weh tut, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Ich möchte gerade zu dem Thema Bundeswehr Standort Kaufbeuren eines bemerken. Ich denke, seit einigen Monaten verdichten sich die Anzeichen, dass dieser Standort Zukunft hat, dass dieser Standort erhalten werden kann. Ich habe vor wenigen Wochen gesagt, wir müssen die Fehlentscheidung des Jahres 2011 korrigieren. Und ich hoffe, dass wir mit diesem gemeinsamen Statement, ob wir es jetzt als Fehlentscheidung betiteln, wie auch immer, jedenfalls, dass wir alle uns einig sind, der Standort Kaufbeuren muss erhalten bleiben und zwar in einer Form, wo er funktionsfähig ist, wo er für die Bundeswehr was bringt, aber auch Impulse in die Wirtschaft, in die Stadt nach draußen trägt. Und ich sage jetzt auch zu dem Thema zivil-militärische Kooperation. Das ist etwas, was wir hier als Blaupause gestartet haben mit der deutschen Flugsicherung, der CAT, hier in Kaufbeuren. Ich bin überzeugt davon, dass das Zukunft haben kann. Das muss nicht in allen Bereichen zwingend gemacht werden, aber ich glaube, wir haben hier bewiesen, dass es möglich ist. Und deswegen eignet sich auch dieser Standort ganz hervorragend. Ich möchte noch eines, weil das ist mir sehr wichtig zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, grob und matzig sagen. Und da nutze ich die Chance, zwei Bundespolitiker hier sitzen zu haben. Du bist häufig bei grob unterwegs, ich bin auch natürlich bei dieser Firma, die in unserem Stimmkreis liegt. Es ist ja noch viel schlimmer. Diese Firma macht in Deutschland 0,1% Umsatz. 0,1% Umsatz. Die machen mit Brasilien, Argentinien, Indonesien, sonst was den Umsatz. Und jetzt warum? Warum? Wenn Ausschreibungen kommen, dann dürfen die nicht einmal mitbieten. Die dürfen sich nicht einmal an der Ausschreibung beteiligen. Und da meine Bitte an die hier anwesenden Parlamentarier. Also das kann es wirklich nicht sein. Wenn sie schlechter sind als die Konkurrenten, so what? Ausschreibung ist Ausschreibung. Aber mitmachen sollten sie schon dürfen. Meine Herren Landespolitiker, jetzt muss ich ja das zu sagen, dass die Firma in Matzis in Deutschland eine Zeit lang auf dem Index stand, das wissen Sie aber auch. Wissen wir. Aus gewissen Gründen. Wissen wir. Verfahren 90er Jahre. Verfahren 90er Jahre, das war die Geschichte Lappas und alles, was drumherum passiert ist. Aber denken Sie nochmal, wenn Sie das Kundenportfolio bei Group Aircraft sehen, nochmal von der indischen Luftwaffe bis zur Royal Air Force, bis Canadian Air Force, ein Großteil der Luftwaffen der Welt hat Group Flugzeuge im Angebot. Und deshalb habe ich da nicht das geringste Verständnis. Ich habe das mehrfach versucht, aber das ist inzwischen leider Gottes nicht gelungen. Ich habe eine Bitte noch, weil Sie gefragt haben, was können Landespolitiker tun? Ich sehe diese Frage parteipolitisch, nehmen Sie mir das bitte ab, völlig neutral. Und deshalb, Frau Riedel, schaue ich jetzt sogar Sie an. Nein, wenn wir das erreichen wollen, wir sind in einer, so Ihren Mitgliederentscheid entsprechend ausgeht, in einer großen Koalition, dann bringt es nichts, wenn die Bayerische Staatskanzlei alleine hier vormarschiert. Das können wir tun, das tun wir auch. Aber dann erwarte ich auch von der Bayerischen Sozialdemokratie, dass sie bayerische Interessen, und Kaufbeuren ist ein Teil Bayerns, dass sie Kaufbeuren Interessen genauso mit auf der Agenda hat. Herr Brunner,
nimmst das bitte mit. Ich bin da gern bereit, gemeinsam mit Ihnen. Das ist auch ein gemeinsamer Erfolg dann. Da wird man uns dann ganz richtig verstehen von allen. Den wird niemand für sich allein reklamieren. Aber dann müssen wir in Berlin, wer immer im BMVG sitzt, gemeinsam entschlossen im Rahmen dieser großen Koalition auftreten. Der Kollege Thome kann das vielleicht plantieren, aber entscheiden müssen es dann die beiden Koalitionspartner. Deshalb die Bitte auch, dass wir bei dieser Frage fraktionsübergreifend zusammenarbeiten. Würde ich jetzt an der Stelle gleich zum Einschlag überschreiben, weil ich die Aussagen vom Kollegen Pschierer über voll und ganz unterstützen kann. Der eine oder andere erinnert sich, obwohl seit 2013 komme ich in stetigen Regelmäßigkeit nach Kapellen und sage, wir müssen alles tun, immer wieder die dicken Bretter bohren, um diesen Standort zu erreichen. Und ich habe gesagt, auch unter Einbeziehung der Stadt Kapellen, wir müssen miteinander an einem Strang ziehen. Es muss der Freistaat, der Bund, die Stadt, die Region und die Menschen an einem Strang ziehen, um das zu geben. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dazu. Um an diesem Strang zu ziehen, brauchen wir ein gemeinsames Konzept, das wir umsetzen. Ich glaube, auch da sind wir auf einem guten Weg. Und wenn wir gemeinsam mit der Firma Grob und mit dem Umfeld, der vorhanden ist, eine vernünftige Clusterbildung hinkriegen, dann bringen wir das hin. Und ich habe mich gefreut, Kollege Pschierer, von Ihnen zu hören, dass Sie auch die Idee, die A400M ins Lechfeld zu legen, stehen. Das sollten wir auch gemeinsam machen, weil dann haben wir diese Region wirklich wieder gestärkt und dann können wir gestärkt in dieser Region in die Zukunft schauen. Dazu eine Frage. Vielleicht eher ein Statement. Herr Staatssekretär, dem Wirtschaftsministerium angegliedert ist die Initiative zur Clusterbildung Luft- und Raumfahrt in Bayern, die BAF Area. Das ist genau ein Tableau, auf dem man diese Dinge machen könnte. Und ich gebe zu bedenken, dass in der Region hier Firmen wie EMT, Penzberg, ESG, Fürstenfeldbruck, Rohde und Schwarz, Memmingen, Flugfunk, Dichel, Buchloh und Landsberg, ATC Sim in Kaufbeuren. Wir haben jede Menge Firmen hier, die luftfahrtaffin sind. Nur fehlt es an einer Initiative, BAF Area, diese Firmen zu einem Cluster zusammenzuführen. Der Cluster. Herr Rösler, nehme ich gerne nochmal mit. Sie wissen, dass bei BAF Area, wenn Ihnen der Name Heizmann war mal Chef auch bei Aircraft, ist in unserem Cluster, Clustersprecher und in vielen anderen Funktionen tätig. Wir sind in Schwaben, was viele manchmal vergessen, wenn Sie mal anfangen im Norden, Eurocopter Donauwörth, MT Aerospace in Augsburg, Premium Aerotech, Group Aircraft, Lieper Lindenberg, Rode Schwarz, Sie haben gut rezitiert. Das heißt, wir sind ein durchaus Luft- und Raumfahrtaffiner Standort in Bayern. Ich nehme das gerne von heute nochmal mit, dass wir auch mit dem Cluster, bin gern bereit, auch mit unserem Haus, das sind unsere Cluster im Wirtschaftsministerium, auch mal mit der entsprechenden Veranstaltung, mit dem Clustersprecher, entweder in München oder hier vor Ort, das Ganze zu vertiefen. Ich bin gern, wirklich, liegt mir am Herzen, weil da schließt sich für mich der Kreis zur Wirtschaftspolitik. Für mich ist Verteidigungspolitik, Rüstungspolitik und Wirtschaftspolitik natürlich auch ein innerer Zusammenhang. Und deshalb nehme ich das von heute gern nochmal mit. Wir haben ein Cluster bei Berry, wir haben das Bauhaus Luftfahrt. Wir haben den Ludwig Bölko Campus, also wir sind da ganz gut, Sie wissen, Herr Hauptmann, da lässt sich vielleicht noch ein bisschen mehr daraus machen, wenn wir die Kräfte bündeln. Meine Herrschaften, bevor wir jetzt tatsächlich zu Kaufbeuren kommen, wo schon einiges ja angeklungen ist, Herr Pohl, eine Frage, wie ist es denn eigentlich mit der Konkurrenz von bayerischen Standorten untereinander? Beispiel Lechfeld. Lechfeld sollte ja einiges, so ist das Konzept ja nach wie vor, aus Kaufbeuren hinwandern. Lechfeld ist das Geschwader aufgelöst und in Lechfeld ist es auch nicht so ganz klar, was dort künftig passieren wird. Anderes Beispiel wäre Manching-Ingolstadt. Dort haben wir ja die ganz große Firma mit den früher vier Buchstaben, heute hat es ein paar mehr und heißt Airbus, die dort viele Dinge im Zivil dorthin ziehen wollen. Wie ist das denn aus politischer Sicht mit den Konkurrenzsituationen innerhalb der bayerischen Standorte zueinander? Ja gut, da hat die bayerische Staatsregierung Entscheidungen getroffen 2011 und diese Entscheidungen waren aus meiner Sicht jetzt
nicht unbedingt die zukunftsweisenden. Man hat damals aus strukturpolitischen Gründen sehr stark auf Ostbayern gesetzt. In Ostbayern gibt es Einheiten, Freiung, Freimd im Landkreis Schwandorf, Cham, Amberg. Das sind Heereseinheiten, das ist aber nicht das, was Bayern ausmacht, nämlich die Luftwaffenstandorte, die natürlich einen großen Teil unserer Kompetenz in der Luft- und Raumfahrt ausmachen. Du hast es gerade vorhin angesprochen. Wir waren einmal in dieser Region deutschlandweit führend, was Luft- und Raumfahrt anbetrifft. Wenn ich jetzt die Region von Ingolstadt bis Friedrichshafen, sage ich mal, ziehe. Und da muss ich schon sagen, da müssen wir auch wieder hin. Aber das ist natürlich nur dann möglich, wenn wir eine starke Luftwaffe hier haben. Weil es ist nicht so, dass die Bundeswehr der Industrie folgt, sondern die Industrie folgt der Bundeswehr. Und da haben wir schon gravierende Fehler gemacht. Wir haben jetzt aber die Chance in der neuen Sicherheitslage, dass wir die Standorte, die wir noch haben, und Kaufbeuren ist ein real existierender Standort, dass wir die halten und dass wir die wieder aufwachsen lassen. Das ist eine ganz deutliche und wichtige Forderung. Und wenn ich, du hast es auch vorher angesprochen, an die Äußerung des Ministerpräsidenten denke, wir müssten die Bundeswehr in München halten. Der Oberbürgermeister Ude hat gesagt, ich brauche sie nicht, ich will lieber Wohnungen bauen dort. Da sage ich, lieber Herr Ude, wenn du das so siehst, dann bau Wohnungen, dann nehmen wir die Bundeswehr dorthin, wo sie willkommen ist. Und ein letztes, das trifft jetzt den Christian Schmidt. Also eine Entscheidung zu treffen, wenn man Fürstenfeldbruck aufgibt, dann nach Rot zu gehen, bloß weil das im eigenen Stimmkreis ist, weil man aus Seukendorf kommt, was ein paar Kilometer weiter ist, das versteht kein Mensch. Ich war mit Hubert Aiwanger in Rot und der stellvertretende Kasernenkommandant, der Herr Prestele, hat damals zu uns vor Kommunalpolitikern aus dem Landkreis Rot gesagt, ich verstehe nicht, was wir mit dieser Luftwaffen-Offizierschule machen wollen. Wir haben 30 Hörsäle, ich kenne Standorte, Klammer auf, Kaufbeuren, Klammer zu, da gibt es 300 Hörsäle. Also diese damalige Reform war nicht durchdacht, war schädlich für Bayern. Und wenn wir ein bisschen an unsere Kompetenz in der Luft- und Raumfahrt denken, dann müssen wir jetzt die Chance ergreifen, Standorte wie Kaufbeuren, natürlich in allererster Linie Kaufbeuren, aber auch andere Standorte aufzumörteln. Und für das Lechfeld gibt es, weiß Gott, A430 andere Verwendungen, andere Dinge, die man dort machen kann. Herr Abgeordneter, im Koalitionsvertrag steht drin, dass vor der endgültigen Abgabe von Liegenschaften und angesichts der Trendwenden noch einmal der zukünftige Bedarf von Liegenschaften geprüft werden soll. Wie ist da Ihre Position jetzt in Bezug auf den Standort Kaufbeuren? Also den Standort Kaufbeuren habe ich seit 2013 eigentlich nie hehl gemacht, dass ich den Standort hier halten möchte. Und zwar im Sinne dieser Clusterbildung an dieser Achse von Bölkow in Ottobrunn, Oberpfaffenhofen, Lechfeld, Kaufbeuren, Mitteltal, hier ein vernünftiges Cluster zu bilden, einmal Bundeswehr und gleichzeitig technische Entwicklung und Forschung mit in diesem Bereich mit einzubeziehen. Mir kommt der, muss ich sagen, der Satz im Koalitionsvertrag, der im Übrigen auch von unserer AG, der AG Sicherheit und Verteidigung, so gewünscht wurde, natürlich sehr zu Potte, weil damit die Einzelkämpfe für einzelne Standorte etwas relativiert werden. Und weil wir, und ich sage ganz offen, das nur deshalb jetzt die Überprüfung haben, und die Chance müssen wir ergreifen, wenn man das als Chance bezeichnet, weil wir noch in der Lage sind, einige Immobilien zu haben. Wir dürfen diesen Immobilienschatz, den wir haben, und wenn es nur der Immobilienschatz der Grundfläche ist, nicht weiter aufgeben. Wir wären Traumtänzer, wenn wir denken würden, dass wir künftig, wenn wir wieder mal an Standorten was brauchen, dass wir da die Grundstücke kriegen, die Baugenehmigung, die Ähnliches. Ich mache ein Beispiel, ich habe gestern mit Andreas Steinmetz gesprochen über den Standort Ummendorf, mit der Galvanisierung. Da ist es wunderbar nett, da soll die Galvanik erneuert werden. Gut, wunderbar, toll. Umweltgesichtspunkte machen erforderlich, dass es da einen gewissen Sicherheitsabstand gibt. Jetzt hat das BMVG ganz nett ermittelt. Das ist überhaupt nicht problematisch. Der Mindestabstand beträgt nur 900 Meter.
Jetzt muss man aber wissen, Ummendorf hat einen Durchmesser als Gemeinde von maximal 2 Kilometer. Das bedeutet den Tod für den Standort oder den Tod für die Gemeinde. Also bitte erhaltet dort, wo wie zum Beispiel ein Standort in Kaufbeuren mitten in der Stadt ist, erhalten, weil man dann auf dem aufbauen kann. Wir werden nicht sofort alles top in den Ursprungszustand zurückversetzen. Wäre auch einsatztaktisch und mit Sicherheit nicht klug. Nachfrage. Zuerst erhalten, dann nachbauen. Nachfrage, wie wollen Sie denn zeitlich vorgehen? Kaufbeuren haben wir jetzt eine Hängepartie seit 7 Jahren, 2011, 2018. Wir bräuchten nicht unbedingt eine Hängepartie, die nochmal, ich nehme an der Zahl 7 Jahre, in die Zukunft geht. Wie lange geht das denn jetzt mit Untersuchen und mit Entscheiden und Nichtentscheiden? Also mein Vorschlag ist der, den habe ich auch schon eingebracht. Erstens, schnell eine Entscheidung für die Stationierung der A400 in Lechfeld. Dann ist nämlich die Diskussion Umzug Kaufbeuren-Lechfeld weg. Und wenn die weg ist, dann kann ich an die inhaltliche Ausfüllung Kaufbeuren gehen. Das eine kann ich schnell machen, da brauche ich keine großen Erhebungen mehr. Die kann ich dort unterbringen, da müssen wir alle an einem Strang ziehen, die A400M dort stationieren. Dann können wir gar nicht mehr rüber, dann haben wir beide Liegenschaften gesichert und dann gehen wir an die konzeptionelle Planung ran. Hierzu die Position der FDP. Ja gut, also es spricht ja viel dafür, jetzt erstmal festzustellen, das hat 2011 geplant, innerhalb von 7 Jahren Kaufbeuren nach Lagerlechfeld zu verlegen. Das wäre jetzt in diesem Jahr, demnächst wäre dieser Zeit erreicht. Es ist nichts passiert, kein Spatenstich geschehen in Lagerlechfeld. Die fliegerischen Fähigkeiten in Lagerlechfeld, nach allem was ich weiß, sind weiterhin vorhanden. Also es kann dort morgen wieder in Betrieb aufgenommen werden. Und es spricht auch viel dafür, die A400M wegen der Kapazitäten, die Lagerlechfeld bietet, dort zu platzieren. Von 10.30 Hektar hat man schon gehört, jedenfalls einen großen Transporter, den in Lagerlechfeld zu platzieren. Und dann habe ich auch ganz, ganz nah, 50 Kilometer in fußläufige Entfernung, fast kann man fast zu Fuß laufen, diese Einrichtung hier, das Fahrrad-Kollege, die Einrichtung hier in Kaufbeuren zu halten. Es sah schon mal düster aus für Kaufbeuren. Also spricht alles dafür, dass man jedenfalls Hoffnung schöpfen kann. Es war immer so, dass die Abgeordneten aus dem Landtag und aus dem Bundestag fraktionsübergreifend, wenn so Belange des Allgäus, das heißt um Schwaben, auch in Bayern, je nachdem, wo es halt gerade sich abspielt, an einem Strang gezogen haben. Dass man nicht so machen kann und 1000 Wünsche gehen in Erfüllung, das wissen wir alle. Ja? Aber es war immer so, dass wir über alle Fraktionsgrenzen hinweg dann versucht haben, das Beste zu erreichen. Und es gibt aber eben auch Dinge, die sind nicht Parlamentsentscheidungen, das sind Regierungsentscheidungen. Das 2011 war so eine. Das war eine Regierungsentscheidung. Herr Wegner. Jetzt muss ich doch mal ein Wort ergreifen. Also, ich bin über acht Jahre Personalratsvorsitzender oben im Fliegerhaus gewesen. Das heißt, ich weiß, was da oben abgeht. Ich kenne jeden auf dem Fliegerhaus und ich habe diese Verantwortung für das Personal, da zu sein und die im Prinzip in der Mittler-Situation zu sein, sehr gerne und sehr intensiv und sehr engagiert gemacht. Seit 2011 diskutieren wir über den Standort Kaufbeuren. Und wir können mir glauben, diese Diskussion, wir sind es da oben langsam leid. Es ist ein Hinausschieben, erst auf 17, jetzt auf 22 und jetzt eiern wir wieder rum und wir haben keine Regierung, die entscheidet. Intern ist das alles schon passiert. Es hängt nur noch an der politischen Entscheidung und wir müssen irgendwann mal den Leuten da oben mal sagen, was Ambach ist, worauf sie sich denn jetzt einstellen können. Wir haben eh schon zu lange gewartet. Wir haben da oben einen Infrastrukturnachholbedarf, wenn wir denn da bleiben, der ist nicht wenig, allerdings ist es inzwischen ja auch erkannt, es ist billiger als umzuziehen. Auch das ist ja inzwischen auch schon erkannt. Also wir sollten jetzt nicht mehr nur noch reden, wir brauchen endlich eine Entscheidung. So, das kann ich ergänzen, zumal ja einige Dinge bereits auch umgesetzt sind und das macht die Dinge nicht einfacher. Es gibt bereits Teile der ehemaligen TSOB, die sind in Lechfeld. Die Bundesrepublik Deutschland hat eine seltene Gabe, Entscheidungen zu treffen, sie dann nicht umzusetzen und teilweise umzusetzen. Also ein Betrieb über 2 Standorte hinweg, Kaufbeuren und Lechfeld, der ist bereits angelegt, weil ein Teil der Radarausbildung bereits in Lechfeld stattfindet. Eine Frage. Ich höre die ganze Zeit Kritik, was den Standort Kaufbeuren betrifft. Mir fehlt der Grund, warum man diesen
Kaufbeurer Standort zumachen muss. Wer legt denn das fest? Also es war eine Regierungsentscheidung, es wurde vorher richtig eingesagt, allerdings die hat man natürlich mit dem Parlament kommuniziert und die hat man mit den Ausschüssen im Parlament, Verteidigungsausschuss und auch Wirtschaftsausschuss und auch den Ländern, Herr Staatssekretär, die hat man natürlich vorher abgeglichen. Nein. Die Staatskanzleien der Länder waren informiert, bevor die Entscheidungen bekannt gegeben worden sind. Das weiß ich nicht, aber die Ausschüsse waren nicht informiert. Und so frühzeitig informiert, dass sie auch noch sagen konnten, aber das geht jetzt mit uns gar nicht. Das ist falsch. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Für Kaufbeuren wurde eine Rechnung ins Land geführt. Ich weiß, das ist in meiner Zeit erzeugt worden. Und da waren zwischen 100 und 130 Millionen Erneuerungsbedarf aufgeführt. Investitionen am Standort. Investitionen in den Bundeswehrstandort, in den Fliegerhorst Kaufbeuren. Und diese Rechnung, die, also bitte, die hin und vorne nicht stimmte, die hat man zum Sargnagel gemacht in den Standort Kaufbeuren. Man hat dabei vergessen, dass im Laufe der Zeit sowieso einiges gemacht werden musste, weil Vorschriften nicht mehr eingehalten worden waren und so weiter und so fort. Und in der Zwischenzeit einiges davon auch umgesetzt worden ist. Aber nichtsdestotrotz ist einiges an Instandhaltungsbedarf da. Das muss hier passieren. Wie die Rechnung aus heutiger Sicht aussehe, wäre eine andere Frage. Aber was Sie ansprechen, man hat auch meiner Meinung nach den Investitions- und Sanierungsbedarf damals sehr großzügig künstlich nach oben geredet und sagte, wir müssen da so viel Geld in die Hand nehmen, also Leute, das lohnt sich ja nicht, dann gehen wir doch gleich weg. Ich habe damals diesen Betrag bezweifelt, bezweifle ich heute auch noch. Sie haben durchaus recht, dass Bedarf da ist. Aber zum damaligen Zeitpunkt, das sind jetzt wieder 7-8 Jahre her, hat man diesen Investitionsbedarf meiner Meinung nach wirklich so nach oben gerechnet und als Argument gegen Kaufbeuren ins Feld geführt. Die Wahrheit ist aber auch, dass es sehr starke Bestrebungen der Industrie gab, sich für Lechfeld und gegen Kaufbeuren zu entscheiden. Und der Bayerische Landtag war jetzt leider nicht in die Dinge eingebunden, die Länderregierungen schon. Da hat uns schon ein Stück weit auch der Fürsprecher gefehlt. Möchte aber das unterstreichen, Herr Wigner, was Sie gerade gesagt haben. Und deswegen auch mein Appell, die Dinge sind jetzt langsam entscheidungsreif. Und ich denke, wenn wir vier, die wir heute hier sitzen, mit aller Kraft uns dafür einsetzen, dass diese Entscheidung zeitnah korrigiert wird, dann haben wir nicht nur dem Standort etwas Gutes getan, nicht nur der Stadt Kaufbeuren, sondern auch insbesondere den Beschäftigten, die endlich wissen, woran sie sind. Vielleicht ein Punkt, den Sie angesprochen haben. Bei Lechfeld wurde ja damals ins Feld geführt, ich habe vorher zwei Firmen erwähnt, Premium Aerotech in der Luftraumfahrt und MT Aerospace in Augsburg. Wir brauchen ja das Lechfeld, damit wir die großen Teile von Augsburg wegbringen. Auch das Thema hat sich inzwischen relativiert und erledigt. Das heißt, die Argumente, die man gegen Kaufbeuren, also auch die Komponenten, die bei MT Aerospace produziert werden, dass man die übers Lechfeld dann nach Hamburg oder sonst irgendwo hinbringt, zu Airbus, das hat sich erledigt. Und insofern ist das Argument auch weg. Also ich würde aber trotzdem an der. Die Investitionen haben nicht die große Rolle gespielt. Mich würde interessieren, wie hoch wären die Investitionen denn gewesen, wenn man das ganze Ausbildung nach Lechfeld würde. Darf ich Ihnen einen Punkt nennen? Diese Stationierungsentscheidung 2011 zu Lasten Kaufbeurens hat man getroffen, ohne die Lage hier komplett zu kennen. Beispiel: Es gibt im Fliegerhorst zwei Ausbildungseinrichtungen für das Waffensystem Tornado, die stammen aus den 70er Jahren. Die sind nicht korrigierbar. Also, in der Zwischenzeit haben wir uns jahrelang mit Überlegungen rumgeschlagen, wie man dann aus Lechfeld heraus diese Teile in Kaufbeuren weiter nutzen könnte, weil diese beiden, das Gebäude und diese Ausbildungseinrichtungen einfach nicht verlegbar gewesen wären, für noch so viel Geld nicht. Es gibt aber noch einen Punkt insgesamt, der dann angekommen ist. Bitte, wir müssen natürlich die Lage 2011 berücksichtigen. 2010, Stichwort 8 Milliarden aus der Bundeswehr rausschneiden, die Bundeswehr muss kleiner werden, die ist zu teuer. Und da waren vor allen Dingen natürlich Fliegerhorste und Flugplätze im Blickwinkel, weil das sind natürlich die teuren Liegenschaften und die Luftwaffe hatte einfach zu viele Flugplätze für die wenigen Geschwader. Und mit dem Auflösen weiterer Geschwader ist das Problem natürlich noch größer geworden. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch dazu sagen. Meine Herrschaften, ich würde jetzt gerne runtergehen, nochmal auf den Standort Kaufbeuren und uns nochmal die Frage stellen.
Wenn denn Aussichten bestehen, dass es hier weitergehen kann, ist man ja gut beraten, nochmal für zusätzliche Argumente zu sorgen. Frage, was gäbe es denn zum Beispiel in Anbetracht der hochqualifizierten Mitarbeiter, militärisch und zivil da oben, die ja in Sachen zum Beispiel Digitalisierung weit, weit voran sind in der Luftwaffe und darüber hinaus. Was gibt es denn für Möglichkeiten zum Beispiel, um Kooperationen mit Hochschulen einzugehen oder Kooperationen mit Firmen über das hinaus, was jetzt schon besprochen wurde, also mit der, in der Flugsicherung, wie auch in der Drohnenausbildung. Herr Abgeordneter, aus Ihrer Sicht, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was wird diskutiert? Also ich würde aus meiner Sicht es sinnvoll erachten, insbesondere eine Kooperation mit dem Bölko-Center in München-Ottobrunn mit anzustreben in dem Bereich, weil auch dort Austarierungsbedarf besteht. Und ich glaube, mit einem Flieger, einem ehemaligen Fliegerhorst mit den entsprechenden Kapazitäten und dem wissenschaftlichen Know-how, das dort vorhanden ist, das aber teilweise jetzt dort auch geparkt ist, könnte man gute Synergieeffekte erzielen. Ich sage geparkt deshalb, weil ich die Befürchtung auch bei dem Standort Bölko habe, dass früher oder später das gute Personal, das vorhanden ist, irgendwo von der Industrie aufgesogen ist und dann weg. Und wenn wir es reaktivieren müssen, haben wir es nicht mehr da. Also sollte man jetzt noch darum schauen, und ich kann aus gut berufenem Munde sagen, ich bin ja Vize-Chef unserer Landesgruppe, dass meine Münchner Bundestagsabgeordnete, was den Münchner Standort, also den Ottobrunner Standort an, so tun, ach, was sind da 500 Mitarbeiter bei uns in München, wir brauchen schon mehr Wohnungen als die Mitarbeiter, aber für uns hier sind 500 Mitarbeiter eine Nummer, also selbst wenn wir bloß die Hälfte bekommen könnten, deshalb glaube ich, das ist etwas, was vorhanden ist. Ich sage aber gleichzeitig immer, wir müssen schauen, wie wir Forschungseinrichtungen auch in die Nähe von Luftfahrtstandorten bekommen. Das, genau, das ist schwierig, sagen kann man das leicht, das machen ist schwieriger, Kollege Führer als Landespolitiker weiß das auch, man hat immer die vielen Wünsche, aber das machen ist schwierig. Ich würde sagen, im ersten Teil das versuchen mit Bölko, das ist ein Ansatz, wo man mit schaffen könnte und dann versuchen diese Cluster. Nur der Großraum Münchenplatz, das alle Nähte in vielerlei Hinsicht, also Grund dafür gibt es genug. Ja. Meine Herren von der Landespolitik. Ja, das eine war ein sehr, sehr interessanter Hinweis. Wir hatten über das Thema Hochschule im letzten Jahr mal gesprochen und ich habe ein wenig gejammert, dass wir immer gegen die Kempner den Kürzeren ziehen. Und dann hat der Kollege Brunner mir gesagt, Mensch, jetzt setzt doch nicht auf diese Gesundheitsthemen. Wenn ihr hier in Kaufbeuren tatsächlich mit Luft- und Raumfahrt was vorhabt, dann setzt auf diesen Bereich. Ich muss sagen, ich bin für diesen Hinweis sehr dankbar und ich glaube, er ist zielführend. Genau da müssen wir ansetzen und wenn wir jetzt dieses Ottobrunner-Thema haben, ich kann es bestätigen, wir haben ja nun im Großraum München eine massive Wohnungsnot, wir haben explodierende Mietpreise und natürlich wäre es sinnvoll, das ein oder andere hier nach Kaufbeuren oder auch anderswohin zu verlagern. Ich sehe aber noch einen anderen Bereich, der sich hier auftut und der immer wichtiger wird. Das ist das Thema Drohnen. Wir Freien Wähler haben ja das Thema Drohnenausbildung, Drohnenführerschein im Bayerischen Landtag eingebracht. Es gibt einen einstimmigen Beschluss dafür, dass man den Katastrophenschutz in Drohnenausbildung schult, und zwar hier in Kaufbeuren. Ich denke, wir müssen demnächst mal mit dem Innenminister reden. Der hat jetzt andere Themen vorrangig, aber da müssen wir wirklich mit ihm reden, dass er diesen Parlamentsbeschluss umsetzt, dass das hier in Kaufbeuren stattfindet. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten und jetzt ganz konkret, und das ist eine Bitte, weil ich da jetzt nicht weiterkomme, das ist was fürs Wirtschaftsministerium, die deutsche Flugsicherung baut. Das heißt, die ist momentan in der Halle A116 und in dieser Halle 116 wird sie nicht auf Ewigkeit bleiben. Sollte die deutsche Flugsicherung diese Halle 116 nicht mehr benötigen und auch die Bundeswehr keinen Bedarf haben, dann sollte der Freistaat Bayern hier zugreifen, um etwas zu ermöglichen im Bereich von Drohnenausbildung, im Bereich von Drohnenabwehr etc. Ich denke, das wäre eine gute Möglichkeit. Natürlich, und das
habe ich bei jedem Gespräch mit dem Kommandeur betont, wenn die Bundeswehr als derzeitiger Hauptnutzer und als der Hauptnutzer, den wir halten wollen, sagt, wir haben Bedarf, dann geht das vor. Und natürlich geht es auch vor, wenn die deutsche Flugsicherung sagt, Mensch, wir haben zwar neu gebaut, aber wir brauchen diese Liegenschaft trotzdem noch. Klar. Aber wenn das nicht mehr der Fall ist, dann sollten wir zugreifen, wir sollten hier frei werdende Liegenschaften nutzen. Und ich denke mal, das, was mit der Firma Magna vielleicht als mögliche Kooperation hier angedacht werden kann oder andere Möglichkeiten im Bereich Drohnenausbildung, Drohnenentwicklung etc. Ich meine, da haben wir Möglichkeiten und das sollten wir nutzen. Und ich denke, wenn die Bayerische Staatsregierung da zugreift, dann könnten wir mit Buff Area im zusammen hier durchaus etwas schaffen. Ja, vielleicht ganz kurz, bevor Franz Vier auf das eingeht. Wenn wir sonst malen könnten, wären es lauter gute Ideen. Muss aber immer wissen, was wir dann gegen Argumenten kommen. Und da ahne ich schon, was kommen wird. Das muss man einfach vorher nochmal durchspielen im Kopf. Beim Thema Forschungseinrichtung denkt man ja, Luft- und Raumfahrt in Köln waren. Die werden das ungern. Ist immer eine gute Idee, Lehre und Forschung zu verbinden. Immer eine super Idee. Aber dann wird man Köln-Wahn ausweiten, die werden sich wehren dagegen. Da muss man überlegen, welches Argument haben wir dann dafür. Also wenn man das will, muss man gleich überlegen, was werden die an Gegenargumenten bringen. Das zweite bei den Drohnen, auch natürlich gut, jetzt auch mit dem, was wir hier schon haben. Aber Gegeneinwand wird kommen. Der Luftraum bei euch ist eh schon dicht in Süddeutschland, geht über die Nordsee. Also das sind so Argumente, ich finde sie, es sind sehr gute Ideen, aber es werden Gegenargumente kommen, mit denen müssen wir uns beschäftigen, vorher schon. Vielleicht woran mangelt es denn? Ja. Warum ist die Ausbildung bisher nicht umgesetzt worden, die bayerische? Vielleicht auch nochmal die Grundsatzbemerkung. Ich glaube, der erste Kampf, den wir jetzt führen müssen, ist, da schließe ich mich dem an, was Sie gesagt haben, wir müssen zeitnah, wenn eine neue Bundesregierung im Amt ist, Nägel mit Köpfen machen. Also ich sage, wenn ich mich auf Ihren Stuhl setze, und Sie haben Ihre Mitarbeiter, Ihre Kolleginnen und Kollegen jeden Tag in der Sprechstunde, die sagen, Mensch, ist mein Kind demnächst noch hier zu beschulen? Wie sieht es mit einem pflegebedürftigen Angehörigen? Das sind ja manchmal ganz banale Dinge, die leider Gottes damit dranhängen. Insofern braucht man da schnellstmöglichst Klarheit. Da ist einfach die Bitte nochmal an unsere Seite, aber auch an den Koalitionspartner, unterstützt auch von bayerischer Seite aus. Ich habe da kein Problem, auch Kollege Brunner mit der Natascha Kronen und mit vielen anderen zu reden, dass wir hier einen Gleichgang haben. Zweiter Punkt, es hat der Herr Rösler vorhin schon angesprochen, wir haben in Kaufbeuren derzeit natürlich keine Luft- und Raumfahrt-affine Forschungseinrichtung. So, jetzt hat unser Wirtschaftsministerium und der Freistaat sehr viele Einrichtungen. Ein paar haben wir schon genannt, wir haben unser Cluster Bavaria, wir haben das Bauhaus Luftfahrt und wir haben den Ludwig-Bülkow-Campus. Wir haben Otterbrunn, wir haben Oberpfaffenhofen, einige Standorte. Das heißt, ich werde gerne nochmal mit unserem Cluster, mit dem Cluster-Sprecher, Cluster-Manager, mich mal hausintern einfach mit der Fachebene mal zusammensetzen, sagen, so Leute, Sie haben vorher so eine Skala aufgemacht von Manching über Otterbrunn, Oberpfaffenhofen bis ins Mittelhalb. Ja. So, gibt es Möglichkeiten dort, Kaufbeuren, und jetzt bitte ich aufzupassen, nicht als eigenen Hochschulstandort. Nicht, dass wir uns was malen, was wir nicht kriegen, da muss man realistisch sein, aber eine Anbindung an eine bestehende Einrichtung. Das Zweite, wir haben einen Masterplan Digital 2 im Freistaat Bayern mit sehr viel Geld unterlegt. Das heißt, alles was mit Digitalisierung angeht, wir fördern in diesem Bereich auch F&E-Projekte, beispielsweise auch im Bereich unbemanntes Fliegen und so weiter und so fort. Schauen wir uns gerne ganz bewusst auch nochmal zielgerichtet an. Der dritte Punkt, wir müssen mit Invest in Bavaria, das ist unsere Ansiedlungsagentur. Ich kriege aber die Anfragen von allen Fraktionen, auch von meiner Fraktion, aber auch von euch, warum siedelt ihr, also ich muss eine Statistik aufmachen, wo gelingt Ansiedlung, also ausländische Firmen. Dann die ist da mit weitem Abstand München, dann kommt ein bisschen Nürnberg und andere. Nur liebe Bernhard, das gilt für dich, gilt aber auch für die anderen beiden Kollegen. Am Schluss ist es eine unternehmerische Entscheidung. Das heißt, ich biete dem an und sage, du hast in Kaufbeuren die und die Liegenschaft. Die Gewerbefläche kostet so viel. Wir versuchen hier eine B12-Seite auszubauen, die Verkehrsverbindungen zu verbessern. Also ich nehme gerne auch nochmal den Auftrag ganz bewusst in den Fokus,
Ansiedlung entsprechender Firmen. Das war damals, wir hatten beim Thema Drohnen, da oben, das waren Dutzende handverlesener Firmen, nicht aus Bayern. Da waren israelische Firmen dabei, die waren von überall her. Lässt sich ein Stück anknüpfen. Letzter Punkt, wo ich ein bisschen vorsichtig bin, Drohnen ja, wenn Sie sich heute mal vorstellen, wie viele Drohnen wir derzeit privat im Einsatz haben. Wenn Sie sich mal schauen, was das Ding, die Dinger heute kosten, mit 1500 Euro haben Sie heute so eine Drohne. Das, was der Dobrindt damals verabschiedet hat, ist jetzt allerdings nicht so, dass ich sagen kann, das zeigt automatisch auf Kaufbeuren. Das heißt, wir sind im Wettbewerb mit möglichen anderen Standorten. Das muss man so sehen. Und muss auf eins auch aufpassen. Wir hatten bis vorletztes Jahr einen Aufstiegsplatz hier in der Region. Das war Matthias Tussenhausen. Und in Matthias Tussenhausen hatten wir auch eine Veranstaltung, war die Zypris draußen gewesen. Wir haben Matthias Tussenhausen als Aufstiegshilfe für Drohnen aufgegeben. Und zwar nicht, weil wir das wollten. Ich wollte es nicht. Das ist meine Heimat. Mensch, ist doch toll, wenn wir das haben. Sondern es kam Group Aircraft, hat gesagt, eigentlich haben wir hier zwei Bereiche, die nicht so ganz kompatibel sind. Also auf gut Deutsch gesagt. Die waren froh, als ich gesagt habe, okay, wir haben hier Kaufbeuren. Und ich habe hier auch zugesichert, in der Alternative Kaufbeuren Manding ist für mich ganz klar, hat Kaufbeuren für mich das Prä. Aber man muss beim Thema Drohnen aufpassen, wichtiges Thema, wir sollten nie eine Politik machen, wo man mit etwas Neuem, vielleicht was anderes, ein Stück weit relativieren. Aber werden wir uns sicherlich nochmal anschauen. Dazu eine Frage, Herr Rüttel. Herr Pschirer, darf ich dazu was sagen? Ja. Die DFS hat letztes Jahr in Egelsbach bei Frankfurt einen Musterlehrgang für Drohnenbetreiber angestoßen durch den Weltmarktführer DJI. Da kommen diese ganzen Phantom 3, Phantom 4, diese kleinen Drohnen her, gemacht. Dieser Musterlehrgang war erfolgreich. Man hat weiterhin, das kann man auf der Webseite der DFS nachlesen, hat man einen Vorschlag gemacht auf der Webseite an Standorten in Braunschweig, die Kaufbeuren zukünftig diese Art des Erwerbs des Drohnenführerscheins zu machen, weil hier in Kaufbeuren die DFS ist, die bereits zertifiziert ist für Drohnenausbildung. Also insofern bedürfte es eigentlich nur einer Entscheidung zu sagen, der zivile Katastrophenschutz Bayerns bekommt als Vorreiter eine Drohnenausbildung durch die deutsche Flugsicherung. Es wäre nur eine Entscheidung. Also was das Thema Katastrophenschutz angeht, das ist eingespeist auch beim bayerischen Innenminister. Da haben wir einen Beschluss. Da gibt es einen klaren Beschluss, weil der Katastrophenschutz, übrigens auch Polizei, Feuerwehr, bei Großschadensereignissen diese Drohnen blindschnell zum Einsatz kommen. Auch was das Thema Überwachung, Kontrolle und vieles, also insbesondere bei Großschadensereignissen angeht. Nö, da sind wir dran. Was für mich jetzt zentral ist heute, ist nochmal das Thema Luft- und Luftfahrtaffine Forschungseinrichtung, aber nicht jetzt singulär am Standort Kaufbeuren, sondern in der Anbindung an bestehende Einrichtungen. Weil, ich meine, der Bernhard weiß das so gut wie ich. Wir haben heute das Thema Hochschulstandort, ist ein Thema. Kaufbeuren kennt man in Bayern. Aber ich habe inzwischen Hochschulstandorte an Orten, da wusste ich vor 10 Jahren noch gar nicht, dass es die Orte in der Oberpfalz gibt. Also, und die werden aber auch nicht die Wirkung haben, die man sich dann davon erwartet. Deshalb immer besser die Anbindung an einen starken Partner, der schon auf eigenen Füßen steht, und da den Ableger. Gut, Herr Steinmetz. Ja, also mir hat es natürlich vorhin auf der Zunge gebrannt, zu den allgemeinpolitischen Themen was zu sagen. Möchte ich aber nicht, weil mir das Thema und vor allem der Standort viel zu wichtig ist, weil genau da können wir ja was bewegen, jetzt im Moment in diesem Kreis vor allem. Und nun war ich ja selber jahrelang in Kaufbeuren und selbst auch als Ausbilder in Kaufbeuren und ich weiß deshalb um den Schatz, den Kaufbeuren hat. Und der Schatz, den Kaufbeuern hat, das ist nicht die Start- und Landebahn da oben. Und das ist zwingend auch nicht unbedingt das eine oder andere Gebäude, auch wenn ich es sehr schätze. Aber es ist mit Sicherheit die Menschen, die dort arbeiten.
Und die arbeiten im Großen und Ganzen eher nicht im akademischen Bereich. Die arbeiten in einem Bereich, den ich auch jetzt aus dem, was man so an Entwicklung mitbekommt, derart einschätze, dass er Zukunft haben wird. Denn was passiert im Moment? Und warum haben wir auch wahrscheinlich weiterhin ein Problem mit dem Standort Kaufbeuern als Militärs, auch wenn, ich sage jetzt mal, die Liegenschaft gesichert sein wird? Wir haben den demografischen Wandel. Der demografische Wandel wird uns in vielen Bereichen zwingen, Dinge zu machen, die können wir uns heute noch gar nicht so wirklich vorstellen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir haben in den letzten Jahren eine unglaublich starke Verschiebung zur akademischen Bildung. Und ich glaube, wir sind schon über den Punkt drüber. Gerade in Süddeutschland merken wir, jetzt wo die Fachkräfte knapp werden, dass wir, wenn wir ein IT-Problem haben, das kriegen wir ziemlich schnell gelöst, da kommt der Akademiker an und den können wir auch bezahlen. Wenn wir ein Problem mit der Heizung im Keller haben, dann warten wir auf einen Handwerker. Der kommt nicht mehr. Ja? Und der kommt oft nicht deshalb, weil er nicht genug Geld verdienen würde, sondern weil es ihn nicht mehr gibt oder eben zu wenig gibt. Und ich glaube, dass wir demnächst eine Entwicklung haben werden, die sich ja schon abzeichnet, wo viele gut Gebildete nicht den Weg der akademischen Bildung wählen, sondern eher den nicht-akademischen Weg. Und das muss nicht nur, ich sage es mal nur in Anführungszeichen, der Facharbeiter und Geselle sein. Da gibt es viele, viele, viele Bildungsgänge dazwischen. Und die sind gerade in der Luft- und Raumfahrttechnik gefragt und es bildet aber fast keiner mehr aus. Und dort, wo ausgebildet wird, Flugplätze vor allem oder in der Industrie, wo produziert wird, aber dort wieder in anderen Berufsfeldern, weniger in denen, die eigentlich wichtig wären für die nicht-akademische Ausbildung im Luft- und Raumfahrttechnischen Bereich, die sind nicht attraktiv, um die Ausbildung dort zu machen, weil sich eben ein Lehrling, auch wenn sie heute wirklich im Vergleich zu früher mehr Geld bekommen, es reicht nicht, um alleine Wohnung gegen die Studenten konkurrierend zu bekommen. Und jetzt haben wir in Kaufbeuern eine Situation und wir machen gerade im Moment das Gegenteil. Ja, jetzt machen wir die Ausbildungseinrichtung, und zwar die zivil auszubildende Einrichtung, zu. Und ich denke, genau das wäre ein Ansatz, wo A, Kaufbeuern Alleinstellungsmerkmal hätte, wo mit Sicherheit in Zukunft Bedarf wäre und jetzt komme ich zu dem wichtigen Punkt, die Luftwaffe tatsächlich das mit Kooperationspartnern machen möchte, wozu sie demnächst gezwungen sein wird. Und zwar unabhängig davon, ob dort oben gute Trainer sind oder nicht. Die Luftwaffe wird demnächst gezwungen sein, weil Sie haben es angesprochen, Herr Oberst Drexler, wir haben 21.000 Soldaten zu wenig. Wir werden demnächst noch weniger Soldaten haben. Die werden nicht wirklich mehr. Und vor allem, sie werden nicht dort mehr, wo wir den Engpass haben. Und deshalb werden wir wahrscheinlich noch stärker auch in der Ausbildung in Kooperation gehen. Und da fehlt es am Gegenüber. Ja, also daher mein kleiner Hinweis, mal an die nicht-akademische Ausbildung zu denken. Und ausgerechnet das Pfund, das wir in Kaufbeuren hatten, die Ausbildungswerkstatt, Sie haben es indirekt angesprochen, die machen wir zu und beziehungsweise verlegen sie nach Lechfeld rüber. Ist das gestoppt? Das wird zugemacht. Am Montag letzte Freisprechungsfeier. Der Standort Lechfeld bleibt erhalten, also wird nicht verlegt, da ist sie, dort ist sie eine, die wird sogar etwas aufgebohrt, aber eigentlich gehen unsere Ausbildungsplätze nach Nörverlich und nach Holzdorf. Gut, die in den Ausbildungsgängen, aber insgesamt gibt es vom Personalübergang nach Lechfeld und sonst wohin, das wir versuchen, das Personal natürlich Ausbildungspersonal unterzubringen. Also genau das, was dieses Argument stützt, die Ausbildungswerkstatt, die macht man zu und die akademische Ausbildung, die bleibt bestehen, wie sie nun mal war. Das ist die Krux in unserem Land an vielen Stellen. Ja, meine Herrschaften. Was haben wir denn sonst für Stichworte, die dem Ausbildungsstandort Kaufbeuren, der klang jetzt inzwischen mehrfach an, hochqualifiziert ist. Wir haben bereits zu meiner Zeit Preise gewonnen in virtueller Ausbildung. Die sind außerhalb der Bundeswehr hochgelobt worden, also an Universitäten, zum Beispiel in Karlsruhe, technische Universitäten, technische Hochschulen. Was haben wir denn für Möglichkeiten über das hinaus? In entweder Kooperation mit der Wirtschaft oder eben in militärischen Lösungen zu arbeiten. Frage, Herr Abgeordneter Brunner,
was macht denn die Kooperation in Europa? Wir haben ja in Kaufbeuren schon mal Österreicher ausgebildet für die Flugsicherung. Nach meinem Kenntnisstand gibt zwar die DFS das her, dass man das macht, aber die Österreicher sind wohl nicht mehr da, das ist mein letzter Kenntnisstand. Also, was gibt es denn für Möglichkeiten, das Stichwort PESCO, ständige strukturierte Zusammenarbeit, zu nutzen, um eben auch anderen europäischen Staaten deutsche Ausbildungsgänge oder deutsche Ausbildungseinrichtungen schmackhaft zu machen? Sicherlich kann man diese Struktur nutzen, aber das ist alles, um ehrlich zu sein, am Anfang. Wir sind noch nicht so weit, dass es seriös man heute sagen könnte, wir können die Österreicher, die Italiener, die Franzosen entsprechend mit einbinden. Es ist natürlich das Ziel. Und ich erinnere immer daran, bei solchen Gelegenheiten, dass sich die Europäische Union als Vorgängereinrichtung eigentlich mal als EVG, als Europäische Verteidigungsgemeinschaft, generieren wollte. Und manchmal sind wir zwischendurch ausgelacht worden, also auch wir Sozialdemokraten, wenn wir von europäischer Armee gesprochen haben, da ist man wieder ausgelacht, aber wir haben diese europäische Zusammenarbeit verbessern müssen. Und im Rahmen dieser europäischen Zusammenarbeit ist es gut und richtig, an bestimmten Standorten bestimmte Qualitäten und Qualifikationen vorzuhalten. Aber haben Sie Verständnis, wenn ich jetzt heute sagen würde, der Standort Kaufbeuren ist geeignet in einem europäischen Kontext, dann der Standort für die Ausbildung A, B oder C zu sein, würde ich mich auf sehr dünnes Eis bewegen und ich möchte Ihnen etwas besprechen, was man nicht halten kann. Es wird aber im Rahmen dieser europäischen Zusammenarbeit auch Ausbildung, die Ausbildung als solche mit berücksichtigt, wo wir dort unter dem Gesichtspunkt Fähigkeiten stärken und Fähigkeiten an bestimmten Standorten zu konzentrieren, ebenfalls zu konzentrieren und kommen. Ob das jetzt und was für Kaufbeuren dort zum Tragen kommen kann, kann ich nicht sagen und möchte ich jetzt auch nicht versprechen. Ich möchte das irgendwann hinten am Schluss jetzt aufbauen. Abgeordneter Tome, was sehen Sie in dieser Beziehung für einen Ansatz? Also was das Thema EVG betrifft, das ist meine Partei immer sehr euphorisch. Das sagen wir fordern das Europäische Verteidigungsgemeinschaft, Europäische Armee sogar. Ich sage, das ist ein bisschen langsam. Es gibt zwei Probleme. Das eine ist, dass natürlich andere Länder mit ihren Armeen immer ganz andere Einsatzgebiete weltweit suchen. Ja? Die Belgier, Franzosen, dort wo sie Kolonialgebiete hatten, da wollen wir nicht reingezogen werden. Und das Zweite ist, dass sie auch im Innern zum Teil andere Nationen haben. Wir haben bei uns eine Trennung zwischen Polizei- und militärischen Aufgaben, die wir auch strikt Trennungsgebot durchhalten wollen, was andere Länder nicht machen. Ja? Also das ist ein Problem, dass wir in den Ländern völlig verschiedene Traditionen haben, wie ihre Armeen im In- und Ausland eingesetzt werden. Das macht für uns Deutsche vor allem, haben es Spanier, Italiener, Franzosen kein Problem, aber wir Deutsche haben das Problem und darum ist es ist nicht so einfach, wenn wir das wollen, dann geben wir auch sehr vieles auf, was wir in der Vergangenheit bei uns als festen Verfassungsschatz auch aufgebaut haben. Also ich bin da glühender Europäer, aber in dem Punkt gibt es halt auch einfach diese zwei Probleme, die man sehen muss. Was gibt es heute für einen Grund für diesen deutschen Sonderweg, strikt zwischen innerer und äußerer Sicherheit zu trennen? Naja, wir haben natürlich auch unsere Armee ganz anders aufgebaut. Ja? Also wir haben die Armee nie auf polizeiliche Einsatzgebiete hin. Auch vorher, sage ich gerade. Wir haben das nie gemacht, wir müssen die Armee auch völlig umbauen. Ich tue in dem Fall mal den augenblicklich, genauso wie wir in der normalen Parlamentarier, weil wir haben ja noch keine Opposition und Regierung, zur Seite springen. Das ist eine ganz einfache Auflösung, das ist unser verfassungsgemäßer Grundsatz. Bei uns, die Bundesrepublik Deutschland ist nur ein Zusammenschluss von 16 Ländern. Die Hoheit in der Innenpolitik haben die 16 Länder. Punkt. Nur die, niemand anderer. Also, wenn wir da dran gehen wollen. Ja, mit der Staatssicherung kommst du da keine Probleme. Ja, aber wir haben 16 von denen. Jetzt wollte ich gerade sagen, 16. Wir können Bundesgesetz, was wir jetzt regeln und das regelt. Das Bundesgesetz kann nicht die ganze, also nicht kann diesen Verfassungsgrundsatz nicht aufheben. Wir bräuchten eine verfassungsändernde Mehrheit, um das Grundgesetz zu ändern und die Zuständigkeiten der Länder auf den Bund zu übertragen. Und ich sage Ihnen, der Kollege Pschirer weiß es, wie allein bei den Kleinigkeiten bei der Finanzierung der Schulen es schon schwierig ist, dort nur wegen ein paar Millionen, wollte ich gerade sagen, das Kooperationsverbot aufzuheben. Wir müssten auch in anderen Bereichen dieses sogenannte Kooperationsverbot aufheben. Und das ist aufgrund unserer verfassungsrechtlichen Geschichte, glaube ich, ein Prozess, den wir beide, Sie sind viel jünger als ich, aber die werden wir nicht erleben. Also kleine Dinge sind manchmal schwierig
große Dinge werden manchmal durch einen Satz erledigt. In jüngster Geschichte. Ich glaube, dass wir, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, bei dieser Frage Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit mit ganz großer Sicherheit in den nächsten Jahren Diskussionen führen müssen. Das heißt nicht, dass man sich der Historie nicht bewusst ist. Das heißt nicht, dass man Dinge völlig auflöst. Das heißt nicht, dass wir amerikanische Verhältnisse kopieren müssen. Aber manches ist sehr gekünstelt. Und es ist immer noch so, die Struktur muss der Sache dienen und nicht umgekehrt. Mal an die beiden Bundeskollegen. Wenn ich jetzt mal die Bedrohungsszenarien der Zukunft nehme, dann nicht mal das, was wir jetzt unter Terrorismus erleben. Ich meine den Angriff auf zum Beispiel kritische Infrastrukturen. Unser Haus, unser Ministerium muss sich mit der Frage beschäftigen, wie leicht ist es heute eigentlich, diesen Freistaat bei Alarm zu legen, indem ich die Energieversorgung wird bei uns immer mit stärker digitalisiert. Smart Grids, Smart Meters. Das heißt, wenn Sie heute ein Land lahmlegen wollen, dann müssen Sie das Land nicht angreifen. Das Land, wenn Sie in die Schaltzentralen der Energieversorgung, der Stromwirtschaft und der Wasserversorgung eingreifen, dann haben Sie ein Land, die Landeshauptstadt München, die müssen es nicht bombardieren, Entschuldigung, klingt jetzt ganz dramatisch, die können Sie mit Cyberangriffen und Cyberattacken auf die Stadtwerke lahmlegen. Dann darf man doch die Frage stellen, wenn denn schon die Bundeswehr jetzt da über Sinnhaftigkeit einer eigenen Teilstreitkraft, haben wir uns schon ausgetauscht, aber wenn ich so eine Einheit habe und ich habe so ein Bedrohungsszenario, dann bitte ich schon noch mal darüber nachzudenken. Ich will nicht, dass Bundeswehreinheiten Fußballstadien schützen oder sonst was oder bei der normalen Terrorabwehr tätig werden. Aber in solchen Fällen kann es sein, dass die Bundeswehr Kompetenz aufbaut und dann ist es auch richtig, wenn diese Kompetenz auch für andere Bereiche genutzt wird. Vielleicht können wir das an der Stelle abkürzen. Ja, das ist aber gerade für keine Rolle. Ein Kooperationsverbot, wie es im Schulsektor, das Grundgesetz von Bayern durch Stoiber und Müntefering reingeschrieben wurde, das gibt es auf dem Sektor nicht. Es gibt unterschiedliche Auslegungen der Verfassung. Ja, Katastrophenschutz. So, es gibt unterschiedliche Auslegungen, das kann man jetzt hier, denke ich mal, nicht weiter vertiefen. Meine Damen und Herren, ich würde jetzt ganz gerne auch mal in die Runde fragen, ob von Ihrer Seite aus noch Fragen. Ob von Ihrer Seite aus noch Fragen da sind. Bitte schön. In der ganzen Diskussion kam für mich eigentlich jetzt heraus, dass Politik, Verteidigungspolitik gemacht wird zwischen den Politikern, den Firmen. Zum Teil sind Soldaten auch mit involviert. Aber die große Bevölkerungsbreite ist uninteressiert, weil sie nicht informiert ist. Und eigentlich müsste es doch im Interesse der aller Parteien sein, ihr Wahlvolk auch für dieses Thema zu sensibilisieren. Ich war 32 Jahre Soldat und musste mich in meiner gesamten Dienstzeit verteidigen. Ich habe nicht gespürt, dass uns die Politik den Rücken gestärkt hat. Und wenn hier in Kaufbeuren ein Standort erhalten werden soll, ohne die Bevölkerung mitzunehmen, dann sind alle, dann sind wirklich Quellen, ob das Personal ist, ob das Qualität ist, unterm Deckel und können nicht wirken. Die Frage kann man umfassend gar nicht beantworten, nur zwei Argumente dazu. Wir aus der Bundeswehr heraus insbesondere, aber auch Institutionen bemühen sich, das Stichwort Sicherheitspolitik seit Jahrzehnten eine Bevölkerung salonfähig zu machen. Es gelingt nicht. Aber da ist zum Teil die Bundeswehr selbst dran schuld, aber auch die Politik dran schuld. Ich nehme mal gerade das aktuelle Beispiel, Herr Abgeordneter, die PESCO. Keiner kennt den Begriff. Die Europäer haben sich verabredet, in der Verteidigung enger zusammenzuarbeiten und erfinden einen Begriff. Der heißt auf Deutsch ständige strukturierte Zusammenarbeit. Was machen wir uns in der Öffentlichkeit? Man redet von PESCO. Und da beginnt die Sprachverwirrung. Das ist immer genau bei dem Punkt. Da sagt der uninformierte Laie in der Bevölkerung, wovon reden die eigentlich, ich kann da nicht mitmachen. Ein ganz triviales Beispiel, mit der Sprache geht es los, ob man verstanden werden möchte oder nicht, das geht los mit zum Beispiel den unzähligen Abkürzungen, die gerade wir Soldaten dabei drauf haben, aber auch die Politik. Haben Sie recht, deswegen mache ich so mehrere Veranstaltungen derzeit auch unter der Überschrift PESCO statt, ist nicht Pesto.
Beste kennen die Leute tatsächlich. Ständige strukturierte Zusammenarbeit, SSZ, könnte jeder verstehen. Warte. Eine kurze Anmerkung noch dazu. Vielleicht wäre es doch mal hilfreich, vielleicht könnte der Herr Pschirr oder der Herr Pohl oder Sie, Herr Dr. Brunner, noch mal was dazu sagen, was denn an diesem Standort wirtschaftlich überhaupt hängt, wenn das Ganze denn nicht gelingen sollte. Ich glaube, Herr Drechsel, die allgemeine Bevölkerung ist sich nicht darüber im Klaren, auch hier in Kaufbeuren nicht, was dieser Standort wirtschaftlich überhaupt bedeutet. Was da passiert, wenn es ihn nicht mehr gibt. Und Herr Drechsel, ich glaube auch nicht, wenn wir das dieser Bevölkerung auch mal klar machen, ja, also vom Friseur, vom Einzelhandel, von allen Leuten, die hier da sind, ja, dass sie dann vielleicht doch einmal überlegen würden, ob sie sich dann doch etwas mehr dafür interessieren, in dem Sinne, wie Sie es gerade gesagt haben. Kann ich Ihnen nur recht geben mit der Frage, was ist die wirtschaftliche Bedeutung, das ist einmal die Lohnsumme, die hier in Kaufbeuren ausgegeben wird. Das waren mal zu meiner Zeit an der TSLW an die 800 Soldaten und zivile Mitarbeiter. Die haben ihre Euros nicht alle hier ausgegeben, aber sie waren hier während der Woche, haben hier von der Pizzastube bis zum Schuster und vom Bäcker bis zum, Sie haben es gesagt, bis zum Friseur natürlich die lokale, regionale Wirtschaft unterstützt. Da sind wir jetzt bereits bei nunmehr zwei Drittel etwa der Beschäftigten. Also die Lohnsumme ist bereits ein Drittel zurückgegangen. Das ist der eine Takt. Der andere Takt ist der, dass so ein Fliegerhorst unterhalten werden muss. Also die Instandhaltungen, um die es da geht. Das regionale Handwerk in vielerlei Beziehungen, der Gaswasserinstallateur, der Heizungsinstallateur und wie sie alle heißen, die Maurergeschäfte haben ihren Vorteil davon. Das war aber auch der Punkt, den wir schon lange strapaziert haben, den wir damals vor der Standortentscheidung und danach strapaziert haben, aber der da rein und da rausgegangen ist. Das sind natürlich Argumente, die Sie in Berlin und in Bonn aus jedem Standort hören. Aber insofern gebe ich Ihnen völlig recht. Das Bewusstsein dafür muss erst einmal in der regionalen, in der lokalen Bevölkerung da sein, dass man die Argumente in den Mund nimmt und eben auch wechseln kann. Aber es gibt noch eine ganz wichtige Ergänzung, lieber Werner Bobritz, und das ist die Alleinstellung von Kaufbeuren. Wir haben durch diesen Schulstandort ganz viele Menschen, die als Zeitsoldaten hier waren, genau, die dann in die Wirtschaft gewechselt sind. Genau. Und ich sage mal, die örtliche Wirtschaft hat unglaublich davon profitiert, an hervorragend ausgebildeten Fachkräften. Da muss man wirklich sagen, da ist die Bundeswehr beispielgebend. Aber auch an Unternehmensgründer. Und ich sage, es gibt etliche Firmen hier, die es nicht geben würde, wenn es die Bundeswehr hier nicht gegeben hätte. Und lieber Rudi Alexi, einen Satz möchte ich auch noch sagen. Deswegen machen wir übrigens diese Veranstaltung heute. Aber weil ganz, ganz viel gesprochen wurde über die Zukunft der Bundeswehr, ein Satz ist mir, da habe ich vermisst, einen Satz, und der ist so wichtig. Viel wichtiger als Waffengattungen, viel wichtiger als Sollstärke ist die Frage, sind wir in Deutschland überhaupt verteidigungsbereit? Ich war 1984, habe ich Abitur gemacht, da gab es heftigste Debatten, Friedensbewegung, NATO-Doppelbeschluss, wir haben das in der Schule wirklich heftig diskutiert, privat heftig diskutiert, aber da habe ich das Gefühl, da war schon noch die Bereitschaft da, diese freiheitliche Ordnung hier zu verteidigen. Ich bin heute manchmal etwas im Zweifel, ob das noch so ist. Und wenn wir dann auch noch auf die Wehrpflicht verzichten, dann prophezeie ich, dass diese Bereitschaft nicht zunehmen wird. Ein Argument fehlt jetzt noch, wovon profitiert der Standort? Auch die lokale und regionale Frauenwelt hat profitiert von den vielen Soldaten, die hier geheiratet sind. Es gibt unzählig viele Soldaten, die hier geheiratet haben und die hier dann geblieben sind. Die Übernachtungsquote, die Lehrgangsteilnehmer hier haben, ja, um die wird uns mancher Fremdenverkehrsort beneiden. Und wenn der mal wegfällt, dann ist die Altstadt ziemlich tot. Ne? Zu meinem Ausscheiden habe ich einen freispendigen Artikel in der Bundeswehrzeitung geschrieben, der lautete Kaufi AD. Kaufi, den Begriff kennt in Deutschland fast jeder. Jeder, der mit Bundeswehr und Luftwaffe zu tun hatte, Kaufi ist Kaufbeuren. Genau. Das ist genau der Punkt. Genau. Zwar da hinten noch eine Frage, bitte. Flugsicherung. Ja, genau. Eigentlich
Entweder bei der Bundeswehr oder kennen uns vom ESOG. Und das ist wohl der beliebteste Standort. Irgendwo habe ich eine Sendung. Im Zuge dieser zivil-militärischen Kooperation über die Karte jetzt hauptsächlich Gott sei Dank hier, ich bin gebürtiger Kaufbeurer, ich mache das unterschiedlich gern, bin da sehr, sehr froh. An dieser Stelle auch nochmal ein Dank an den Herrn Wohl, dass er das 2011 so prima die Wege geleitet hat. Und würde mich auch nach den Erfahrungen, die ich jetzt im Kollegenkreis gemacht habe, sehr freuen, wenn das in irgendeiner Art und Weise Bestand haben könnte. Nicht zuletzt aufgrund der Gelder, die dadurch reinkommen. Also ich sehe das auch tagtäglich, wenn abends gegangen wird, Gastronomie, Hotellerie, es kommt extrem viel Geld hier in die Stadt wieder rein. Die Leute interessieren sich jetzt nicht mehr aufgrund der Tatsache, dass ich zurückkehre und auf der Suche nach einer Immobilie bin, sondern weil die das hier schätzen, weil die sehen, wie lebenswert die Stadt ist. Und unter dem Aspekt möchte ich bei dem Herrn Pohl, wie gesagt, nochmal alle Unterstützung zusagen, dass das sehr stark angenommen wird und dass das auch, also wie gesagt, von ziviler Seite, und dass das ein durchaus wichtiger Aspekt für die Stadt sein kann, wenn da in Zukunft, wenn man da am Ball bleibt, diese Super kommen hält. Ja, meine Damen und Herren, Herr Lechler. Ich habe nur noch einen Einwurf auf. Was man natürlich bei der ganzen Sache auch nicht vergessen darf, ist natürlich nicht nur der militärische Bereich, sondern natürlich auch den ganzen zivilen Bereich, also auch Bundeswehr-Dienstleistungszentrum, zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt, wo aktuell Kaufbeuren ja für ganz Bayerisch Schwaben zuständig ist, also auch für die Standorte Füssen und Sonthofen. Und auch da sollte man natürlich am Ball bleiben, dass das natürlich auch als wesentlicher Wirtschaftsfaktor mit sehr vielen Beschäftigten natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt ist. Ich darf das gerade nochmal aufgreifen und nochmal eine Zahl in den Raum stellen. Meine Damen und Herren, bei der Stationierungsentscheidung 2011 ist der Allgäuer, Ostallgäuer Raum am stärksten in Deutschland betroffen gewesen, weil es hier in der Region mit Kempten, Füssen, Kaufbeuren und drumherum, die einen fast Kahlschlag gegeben hat, eine Reduzierung über 60% der Dienstposten. Das ist genau der Punkt. An der Stelle aber vielleicht, wenn Sie es erlauben, noch an die Kommunalen weitergeben. Es ist ein interessanter Ansatz, aber man sollte sich auf kommunaler Ebene mal wirklich nicht nur Gedanken machen, sondern mal ausrechnen lassen, wie viel Kaufkraft dieser Standort als solcher hier generiert. Also uns ist es, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt während der Diskussion immer noch, habe ich das irgendwann mal gesehen, ich glaube, das ist bei uns nie aufgeschlagen, welche Kaufkraft durch welchen Standort wo entsteht. Das machen in der Regel die Kommunen ihre Markt- und Standortanalysen, um dann Kaufkraft zu generieren. Mal selbst zu sehen, wie viel Kaufkraft ist. Das machen wir schon, haben wir hier regional auch gemacht. Das machen wir also vergleichsweise über die Lohnsumme. Die Lohnsumme, ein Teil davon geht ja eben in die regionale und lokale Infrastruktur. Frau Riedel. Vielen Dank, Herr Drexel. Also diese Erhebungen, die über Karl-Heinz Brunner hat es gegeben, die Zahl ist mir nicht mehr präsent, aber es hat deutliche Worte gegeben in die Richtung. Und also ich persönlich sehe auch das größte Problem in jeder Wechselrichtung, also die Akzeptanz der Bundeswehr in der Bevölkerung, die vom Herrn Alexi beklagt worden ist, die Akzeptanz, wie geht es weiter mit dem Fliegerhorst, was passiert mit der Stadtentwicklung. Wir haben ja in den ersten Jahren, als die Schließung praktisch unumkehrbar uns erschien, haben wir ja von Seiten der Kommune große Anstrengungen unternommen. Wie entwickeln wir das Gelände der Bundeswehr, wenn der Tag X tatsächlich mal gekommen ist? Wir haben das im Grunde genommen alles wieder auf Eis gelegt, bis eingestampft, auf Eis gelegt bis eingestampft, will ich mal sagen. Als das dann nach und nach durchsickerte, dass wir doch eine Chance haben, dass uns der Standort erhalten bleibt. Und ich muss sagen, es hat viele Stimmen gegeben, die gesagt haben, schad ums Geld. Ich bin froh, dass wir es einstampfen konnten, weil ich persönlich bin auch sehr froh, wäre sehr froh, wenn endlich diese Entscheidung käme, an der hängt es nämlich. Und in jedweder Hinsicht, und wenn wir eine Entwicklungsmöglichkeit haben über die Drohnenausbildung, die ja dann über die Flugsicherungsausbildung hinausgeht, wäre das natürlich äußerst begrüßenswert. Und was mir immer nicht ganz einleuchtet ist, es gibt so viele, es mag eine laienhafte Sicht sein, will ich vorausschicken, es gibt so viele hochrangige Militärs. Und
es wird immer auf die Politik geschimpft. Natürlich gibt es das Primat der Politik. Aber bitteschön, meine Herren, hochrangige Soldaten, Sie haben doch auch Ihren Einfluss. Und so machen Sie ihn doch mal geltend und pfeifen Sie Ihre Bundesverteidigungsministerin, wenn sie Ihre unsägliche Käse erzählt, pfeifen Sie sie doch mal ein bisschen zurück. Das wäre mein Herzenswunsch. Meine Damen, meine Herren, das war jetzt schon fast ein wunderbares Schlusswort, Frau Riedl, vielen Dank. Sie haben angeknüpft an das, was ich anfangs gesagt habe. Meine Damen, meine Herren, ich denke, da können wir dann den Sack zumachen. An der Stelle sehe ich keine Wortmeldungen mehr. Meine Herrschaften, meine Damen, meine Herren, ich denke, wir haben heute Abend einen guten Ansatz getan, dass wir die Frage, vor der der Stammkopf vorhin steht, erstmal grundsätzlich betrachtet haben aus Sicht der Bundeswehr und aus Sicht der Stationierungsentscheidung. Wir haben uns dann darum gekümmert, was ist denn an Möglichkeiten an so einem Standort da, um welche Tragweite geht es bei dieser Entscheidung. Wir haben gesehen, dass es in Kaufbeuren seit langen Jahren ja Kompetenzen gibt, die keinen Vergleich zu scheuen brauchen. Stichwort virtuelle Ausbildung, A1, A2. Die eben auch, wo der Standort eben über Jahre und bald Jahrzehnte gelernt hat, die Kooperation zu leben mit der zivilen Wirtschaft. Und wenn wir da jetzt dann noch was draufsetzen könnten, Herr Staatssekretär, dass man den Standort auch dazu bringt, ihm hilft und assistiert dabei, dass man noch in Kooperation mit Hochschulen, mit Universitäten eingehen kann, gerne mit dem Schwerpunkt, wie Sie es gesagt haben, nicht Hochschule Kaufbeuren, sondern eben mit Außenstellen. Meine Damen, meine Herren, die Chancen, das haben wir auch gehört, es gibt aus dem Koalitionsvertrag, aus dem, was unsere Bundestagsabgeordneten gesagt haben, derzeit durchaus Chancen, den Standort Kaufbeuren zu erhalten. Daran hätte vor 5 Jahren noch niemand geglaubt. Das hängt mit weltpolitischen Entwicklungen zusammen, aber natürlich auch mit Dingen, die eben in Bonn und in Berlin sich zutragen. Und insofern können wir Kaufbeurer nur unseren Abgeordneten mitgeben, Frau Riedl, kümmern Sie sich darum, tun Sie was dafür, fragen Sie uns, wenn es um Punkte geht, wie wir helfen können. Wir tun das, was wir können. Entscheidend ist, dass wir die Hängepartie bald beenden können, damit der Standort Kaufbeuren in eine sichere Zukunft gehen kann. Vielen Dank für Ihre Teilnahme, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.